Und wenn du fällst, helfen wir dir wieder auf. Immer weiter, Holger. Mit diesem Spruch wollte die Südkurve München den damals verletzten Holger Badstuber wieder aufmuntern und dieser nahm ihn sich zu Herzen. Am Donnerstag kehrte der 26-Jährige ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurück. Wieder einmal. Nach zwei Kreuzbandrissen 2012 und 2013 kehrte der Abwehrspieler erst vergangene Spielzeit wieder auf den Platz zurück. 2014 zog sich Badstuber dann einen Sehnenabriss im Oberschenkel zu, feierte aber Anfang dieses Jahres sein Comeback, nur um sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Porto erneut schwer zu verletzen. Doch aufgeben kam für den 31-fachen Nationalspieler nie in Frage. Holger Badstuber ist ein Kämpfer, der in den Planungen von Coach Pep Guardiola immer noch eine wichtige Rolle spielt. Der Spanier hält große Stücke auf den Innenverteidiger, muss ihn in seinem Tatendrang aber bremsen. Ich habe vergessen, es war zwei Jahre verletzt. So, und das in diesem Moment ist gefährlich. Weil er will, aber wenn er trainiert ein bisschen mehr als er braucht, wir sind im Risiko. Aber wir sind sehr, sehr glücklich. Gestern war unser erster Training halt mit der Mannschaft. Und es ist eine große Nachricht für ihn. Ich denke, so schnell wie möglich, so bald wie möglich, kann er Minuten spielen. So schnell wie möglich wird auch Badstuber wieder zeigen wollen, dass immer noch mit ihm zu rechnen ist. Nach der Verletzung von Mehdi Benatia und dem Abgang von Dante ist Jerome Boateng derzeit der einzige fitte, etatmäßige Innenverteidiger beim deutschen Meister. Holger Badstuber wird alles dafür tun, um sich den Platz neben dem Weltmeister zu erkämpfen. Bleibt nur zu hoffen, dass der ewige Patient des FC Bayern endlich mal gesund bleibt. An seinem Kampfgeist wird es jedenfalls nicht scheitern.